Leider ist das Problem nicht wirklich neu. Seitdem es Wikipedia gibt, also seit über 11 Jahren, versuchen Menschen zum Beispiel ihren ideologischen Standpunkt in Artikeln unterzubringen oder Unternehmen ihre eigene Darstellung in der Wikipedia positiv zu beeinflussen. In einem System wie Wikipedia, das von der Offenheit lebt, wird sich dies auch niemals wirklich verhindern lassen. Das Einzige, was man auf jeden Fall fordern kann, ist Transparenz. Warum arbeitet jemand in der Wikipedia mit? Die meisten Menschen tun dies aus selbstlosen Motiven. Für Unternehmen, PR-Agenturen, Parteien etc. gilt jedoch, wer in der Wikipedia mitarbeitet, muss dies mit offenen Karten tun.